herzlich willkommen. Schön, Sie alle hier zu sehen. Und ich muss sagen, wow, Sie sind ja wirklich richtig viele. Als ich vorhin reingekommen bin, dachte ich, boah, ob wir das hier voll kriegen. Aber tatsächlich volle Hütte. Und ich würde noch mal darum bitten, wer einen Platz neben sich frei hat, gibt mal bitte ein Handzeichen, damit die, die wollen, vielleicht doch noch ein warmes Plätzchen finden. Da vorne sind noch, also wer jetzt schnell ist im Sprint, hat Glück, sitzt quasi sogar richtig im Sesselchen. Und hier sind auch noch vereinzelt Plätze frei, also kommen Sie gerne ran. Herzlich willkommen, mein Name ist Katja Weber. Ich freue mich sehr, Sie heute und morgen hier durch die Veranstaltung zu navigieren. Und ich freue mich total, dass Sie so zahlreich hier sind an diesem strahlend kalten Tag. Ich weiß nicht, wie es bei denen im Stream ist, ob die auch so ein Bombenwetter haben. Hier im Hintergrund können Sie es bei uns auf jeden Fall sehen. Herzlich willkommen auch in den Stream. Mir war schon beim Einarbeiten klar, dass das irgendwie eine ganz schön große Veranstaltung wird und dass Sie auch viele sind. Ich muss sagen, das jetzt zu sehen, ist tatsächlich sehr beeindruckend für mich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging im Vorfeld, ob Ihnen so komplett klar ist, in welchem Netzwerk und an welcher Stelle des Netzwerkes Sie so sind. Beim Einarbeiten habe ich gedacht, boah, das ist ja ein Rhizom irgendwie, so total verästelt und mit vielen verschiedenen Ebenen. Und jetzt nimmt dieses Ding ab heute spätestens, ich weiß, viele von Ihnen sind schon länger dran, Fahrt auf. Der Dampfer kommt aus dem Dock heute. Und ich hoffe, Sie haben da ordentlich Lust, dran mitzutun. Also, Sie sind, so Sie es noch nicht wussten, das Netzwerk Lernen digital. Und genau das wollen wir heute noch dichter weben. Es sind so viele Akteure und Akteurinnen beteiligt. Es gibt Schwerpunkte, Zentren, Projektverbünde und eine Menge Themenstellungen, Fragen, Aufgaben, die zu beackern sind. Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich untereinander nicht alle kennen, oder doch? Ich würde mal, wenn nicht, um so ein energisches Kopfschütteln. Okay, ich nehme dieses belustigte als nö. Wir kennen uns nicht alle untereinander. Ich weiß, es gibt die Kompetenzzentren und die haben auch schon einige Veranstaltungen an den Start gebracht, sind zwischen April und August dann losgegangen. Und heute wollen wir eigentlich mit dieser Veranstaltung vor allen Dingen dafür sorgen, dass Sie sich ausgiebig beschnuppern können, dass Sie sich austauschen können und dass es neue Knotenpunkte für Sie gibt oder neue Brückenköpfe, also dass Sie miteinander ins Gespräch kommen. Im Idealfall, so wünsche ich mir das zumindest, stellen Sie vielleicht fest, ah, ich habe ja mit der Forscherin auf jeden Fall noch was zu besprechen oder dieser Praktiker, der kann mir bestimmt noch einen Tipp geben. Und Sie können, und darum bitten wir Sie auch ganz ausdrücklich, heute auch Ihre Erwartungen an die Transferstelle formulieren, an die Kompetenzzentren mit den Projektverbünden. Und ich dachte zur Orientierung, vielleicht für Sie, aber auf jeden Fall für mich, stelle ich Ihnen zu Beginn mal ein paar Fragen, um zu sehen, wie sich das hier so im Saal verteilt. Wer von Ihnen sagt denn, ich komme aus der Bildungspraxis, also im weiteren oder engeren Sinne Fortbildung und Schule, da bin ich zu Hause. Bitte ich mal um Handzeichen und gucken Sie sich fleißig um, dann können Sie gleich schon sich merken, wen Sie nachher nochmal ansprechen möchten. Okay. Wer sagt denn, ich bin hier so als die Wissenschaft, ich vertrete die wissenschaftliche Forschung. Okay, nochmal belustigtes Gelächter fürs Protokoll. Viel Wissenschaft, würde ich sagen, an dieser Stelle. Herzlich willkommen. Und wer sagt Verwaltung, Politik, das ist meine Domäne? Wesentlich sparsamer, die müssen Sie sich genau merken, die sind viel schlechter zu sehen jetzt hier. Und wer sagt Zivilgesellschaft? Okidok, auch da sind noch ein paar dabei. Herzlich willkommen Ihnen allen. Sie sehen schon, das Netzwerk ist ein Riesenladen. Da ist es wichtig zu wissen, mit wem kann ich mich austauschen, um Umwege zu vermeiden oder auch um Redundanzen zu vermeiden. Und ich habe noch mehr von diesen lustigen Beteiligungsspielchen. Ich wüsste jetzt gern, wer vertritt hier das Kompetenzzentrum MINT, wenn wir das nochmal nach den Zentren aufdröseln. Okay. Da haben wir eine schöne Menge an Bord. Sprachen, Gesellschaft, Wirtschaft. Auch einige. Willkommen all diesen. Und Schulentwicklung. Das jüngste der vier Zentren, das erst im Sommer an den Start gegangen ist, ist auch schön repräsentiert. Herzlich willkommen. Und wer sagt, ich stehe hier für die Transferstelle?
auch viele. Und ich glaube, ich habe sträflicherweise Musik, Kunst und Sport übergangen. Ich hoffe, das ist nicht hier irgendwie metaphorisch. Okay, auch viele da. Super. Alle haben ihre Delegationen entsandt. Klasse. Herzlich willkommen. So, jetzt wollen wir heute und morgen mit Ihnen und für Sie natürlich vor allen Dingen das Fundament legen für Ihre weitere Arbeit, für einen konstruktiven Austausch und einfach zwischen all diese Gewerke, die wir jetzt gesehen haben, noch mehr Transmissionsriemen spannen, ja, damit all das, was Sie wissen und können, verteilt wird in die Gruppe hinein für eine zeitgemäße Lehrkräftefortbildung und für einen zeitgemäßen Unterricht in einer Kultur der Digitalität. Überraschung. Und wenn Sie die Veranstaltungs-App noch nicht geladen haben sollten, wäre das jetzt der ideale Zeitpunkt, es zu tun. Geht sehr einfach. Sie gehen, nehmen einfach Ihren Flyer, der liegt in der Programmmappe, die Sie eingangs bekommen haben. Da können Sie sich dann die App laden, sich auch schon via App vernetzen. Oder wenn Sie sagen, brauche ich nicht und Speicherchip auf meinem Handy ist sowieso voll, ist es hier auch nochmal analog aufgetragen, wo Sie sich heute so tummeln können, auf dem Programmflyer, wie gesagt, in Ihrer Tagungsmappe. Sie werden heute also, das ist ja sozusagen das Versprechen der Veranstaltung, das Netzwerk von innen kennenlernen. Da stellen sich eine Menge Akteure und Bereiche vor bis heute Abend 18.30 Uhr. Dann endet das Ganze orgiastisch unten, aber vorher wird gearbeitet. Wir wollen erstmal kennenlernen, anstiften, Zusammenarbeit anstiften. Und vor allen Dingen, das wäre auch wirklich für mich hilfreich, für Orientierung sorgen. Also wer macht eigentlich was in diesem Netzwerk? Für die, die physisch hier vor Ort sind im Café Moskau, der größte Teil des Programms findet hier oben in diesem großen Saal statt. Das ist der Raum, in dem wir alle und alles immer wieder zusammenbinden wollen. Sie haben aber auch immer wieder die Gelegenheit, also die, die hier vor Ort in Berlin sind, je nach Thema, Interesse, Aufgabengebiet im Netzwerk, die anderen Räume hier im Gebäude zu erkunden. Da werden sich kurz nach eins zum Beispiel die Kompetenzverbünde vorstellen und auch am Nachmittag geht es nochmal in diese Räume auseinander, in die Workshop-Phase. Gestreamt wird hier aus dem Café Moskau zwischendrin, das zur Info für die, die von zu Hause oder aus dem Büro zuschauen, gibt es immer mal kleine Pausen, damit die Menschen hier vor Ort sich physisch von A nach B bewegen können. Jetzt wollen wir hier loslegen mit so einer Art Warm-up, weil wenn wir hier schon über Kennenlernen und Vernetzen sprechen, ist es doch vielleicht auf jeden Fall eine gute Idee zu wissen, wer verantwortet eigentlich das Netzwerk nach außen und wer koordiniert nach innen und was soll das Ganze? Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, Katharina Scheiter, Dirk Richter und Ralf Müller-Eiselt auf die Bühne bitten zu können und ihnen vorstellen zu können, so Sie sie noch nicht kennen. Schönen guten Morgen. Ich gehe mal an den Rand. Und ich stelle sie Ihnen natürlich vor, entweder kennen Sie sie schon, einzelne von Ihnen, oder hatten mit Ihnen Kontakt. Katharina Scheiter ist von Haus aus Psychologin, kann bestimmt auch nicht schaden bei der Aufgabe. Professorin für digitale Bildung an der Uni Potsdam. Herzlich willkommen nochmal hier vorne auch. Vielen Dank. Und Ihr Kollege an der Uni Potsdam ist Dirk Richter, Professor für erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung. Auch Ihnen großes Willkommen. Schön, dass Sie beide da sind. Und gemeinsam, das wissen Sie vermutlich, haben die wissenschaftliche Leitung inne der Transferstelle von Lernen Digital. Dann möchte ich Ihnen noch Ralf Müller-Eiselt vorstellen. Er ist der Dritte im Bunde. Herzlich willkommen. Hallo. Das ist der funkelnagelfrische geschäftsführende Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung. Sie haben vorher schon zu artverwandten Themen gearbeitet bei der Bertelsmann Stiftung und sind hier als Repräsentant der Zivilgesellschaft innerhalb der Transferstelle. Willkommen nochmal Ihnen allen dreien. So, jetzt ist der Kompetenzverbund Lernen Digital noch ziemlich jung, aber natürlich gibt es so eine Art Vorgeschichte, was bisher geschah. Making of, das würde ich gerne bei Ihnen erfragen, Frau Scheiter. Wie ging es los? Was war die initiale Idee? Was soll dieses Netzwerk bezwecken?
Naja, wie ging es los? Es gab den Koalitionsvertrag und da stand etwas drin von Zentren digitaler Bildung, wo sich alle, glaube ich, gefragt haben, was soll denn das? Was wird da? Was ist die Idee dahinter? Dann hat man lange gewartet, dann kam erstmal nichts und dann kam relativ plötzlich die Ausschreibung, genau, tatsächlich von dem Kompetenzzentrum MINT als erste Ausschreibung. Ich habe es nochmal rekonstruiert am 21.06. 4 Wochen Zeit, um einen Projektverbundsantrag zu stellen. Der war dann am 29.06. war Deadline, 1 Woche später der Transferstellenantrag oder die Ausschreibung dafür, dann auch wieder mit 4 Wochen Zeit sich zu überlegen, wie kann so ein Ding, von dem wir damals noch gar nicht wussten, wie es eigentlich aussehen würde, wer ist beteiligt, welche Projektverbünde wird es geben, wie kann man das sozusagen zusammenführen, vernetzen und natürlich vor allem auch mit der Praxis in den Austausch bringen. Mhm. Das war schon, naja, so ein Moving Target beziehungsweise ein unbekanntes Target, auf das man dort sich sozusagen vorbereiten musste und dementsprechend auch sehr spannend. Mhm. Okay, also das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Im sportlichen Antrag stellen sind hier Personen da an Bord, die sind darin geübt und gestellt. Jetzt, Herr Richter, ist es aber so, deutschlandweit in den Bundesländern gibt es die unterschiedlichsten Institutionen, Gremien, Initiativen, eine unheimlich große, breite Bildungslandschaft. Wie verortet sich das Netzwerk da drin, dazwischen? Ja, bei der Zusammenstellung der Partner haben wir versucht, unterschiedliche Bereiche abzubilden. Das heißt, wir haben versucht, Fachdidaktiken einzubinden, Personen, die in der Lehrerprofessionalisierung tätig sind und natürlich auch Personen, die im Bereich der Digitalisierung forschen. Es sind eingebunden Vertreter aus den Universitäten, aus Forschungsinstituten und natürlich viele Praxispartner. Das Forum Bildung Digitalisierung ist da ein ganz wichtiger Partner, aber natürlich auch die Landesinstitute für Lehrkräftefortbildung, die ja heute auch zahlreich da sind, um hier mitzudiskutieren. Denn die Institutionen sind diejenigen, die in der Praxis, in den Schulen vor Ort mit ihren Multiplikatoren wirken. Und hier ist eben auch das Besondere des Verbundes zu sehen, dass hier Wissenschaft, vertreten durch die Kompetenzverbünde, mit den Instituten zusammenarbeitet und solche neuen Projekte, Konzepte dann in die Schulpraxis bringen können. Mhm. Nochmal konkret, wie lief das denn? Sie haben gerade schon geschildert, da war doch dann ganz schön Zeitdruck und Sie mussten in die Tastatur reinhacken, um das eben auf den Reifen zu bringen. Wie lief dann konkret die Netzwerkbildung? Also wie sind dann die Akteure zusammengekommen? Nun, es waren ja viele Akteure sind hier dabei, die auch schon Erfahrung haben in anderen Projekten. Es gibt ja viele bundesweite Großprojekte wie LEMAS, SCHUMAS, die auch zum Ziel haben, Schule zu verändern, Veränderungen in der Praxis zu bewirken. Und die waren unter anderem hier Ansprechpartner, mit dabei zu sein, denn die Leute haben nicht nur Expertise, sondern sie haben auch vor allen Dingen Engagement, Motivation, nicht nur Wissenschaft zu betreiben, sondern eben auch in der Schule Wirkung zu erzeugen. Mhm. Wo, wann und wie ist dann das Forum eingestiegen? Also wir haben uns sehr gefreut, dass wir aus Potsdam gefragt wurden, ob wir Teil dieses Verbundes sein wollen. Und wir haben es aus verschiedenen Gründen sehr gern getan. Also relativ am Anfang, auch in der Antragsstellung, da schon mitzuwirken. Mhm. Das hat zum einen irgendwie so einen organisatorisch kompetenzorientierten Grund, weil wir als Forum Bildung Digitalisierung einfach Wissenschaftskommunikation können, weil wir Transfer und Vernetzung können, weil wir solche Veranstaltungen wie heute irgendwie wuppen können. Und da waren wir total froh, dass wir das hier einbringen können. Es hat aber auch wirklich einen sehr inhaltlich strategischen Grund, der mir persönlich auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil am Ende geht es hier um digitale Bildungsteilhabe. Und wenn man sich anschaut, was sind so die Hürden, die man für digitale Bildungsteilhabe überwinden muss, dann klar geht es um Infrastruktur, Stichwort Digitalpakt. Es geht aber dann eben im Kern um die Verfügbarkeit und den Zugang zu Lernmaterialien und es geht um die Kompetenzen, die alle Beteiligten im System eben haben. Und die beiden letzteren Punkte sind eben Kern des Verbundes hier und das ist etwas, wo wir uns wirklich sehr, sehr gerne einbringen, wo die dritte Phase der Lehrerbildung ja auch wirklich so einen echten Booster mal verdient hat. Also es ist so ein Bereich, da ist ziemlich wenig Geld drin, da läuft vieles eher so auf Freiwilligkeitsbasis, da ist Qualitätssicherung noch ein Thema und dass wir durch diesen Verbund hier, dieser dritten Phase wirklich mal so eine große Strahlkraft und Sichtbarkeit verleihen können. Das motiviert mein Team und mich extrem. Jetzt habe ich ja eingangs geschildert, dass ich so einen kleinen Struggle hatte, wirklich in der Vorbereitung
erstmal zu checken, was ist das für ein Netzwerk? Und viele Kolleginnen vom Forum haben mir das liebevoll und geduldig aufgeschrieben, erzählt und nochmal erzählt. Blicken Sie inzwischen so ganz durch? Wie viele Akteure, wie viele Projekte sind an Bord? Also ich habe jedenfalls erstmal, als ich dieses DIN A4-Blatt bekommen habe, einige Studienzeit mir eingeplant. Ach, das passt auf ein DIN A4-Blatt? Ich bin erstaunt. Es gibt so eine Art Organigramm. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor oder eine wesentliche Funktion der Veranstaltung hier, dieses Organigramm mit Leben zu wecken, hier persönliche Verbindungen zu schaffen, auch wirklich das, was da jetzt auf dem Papier steht, ein gemeinsames Verständnis davon zu gewinnen innerhalb der einzelnen Transferverbünde, ne, aber dann auch irgendwie als Gemeinschaft, als Gruppe, nämlich dann auch irgendwie Kontakte zu Menschen zu schließen, die man vielleicht vorher noch nicht kannte oder nur auf dem Papier eben den Namen gelesen hat. Würde ich Sie, Frau Scheiter, gerne noch mal bitten, mein Erdkundelehrer hätte damals gesagt, eine Faustskizze noch mal zu entwerfen. Wie funktioniert Lernen digital? Wie ist es organisiert? Also Sie müssen jetzt nicht das ganze Organigramm erzählen, aber die Idee. Genau, die Idee ist tatsächlich ganz knapp gesagt, es gibt 24 Projektverbünde in den unterschiedlichen Fächern, aber auch fachübergreifend im Bereich Schulentwicklung, die vor allen Dingen für die Entwicklung von Konzepten für Fort- und Weiterbildung, aber eben auch für Schulentwicklungsmaßnahmen verantwortlich sind, häufig auf lokaler Ebene mit ihren Landesinstituten vor Ort in diesem Prozess zusammenarbeiten. Die Transferstelle ist fürs Bündeln zuständig. Also ist dafür zuständig, sozusagen nochmal Synergien zu schaffen, zwischen Projektverbünden rauszugreifen, was hält die zusammen, was gibt es für Gemeinsamkeiten und das dann tatsächlich gemeinsam im Austausch mit den Ländern, mit den Landesinstituten in die Praxis zu bringen. Das vielleicht jetzt zum, was bisher geschah. Von Ihnen allen dreien wüsste ich gern, wenn wir jetzt heute und morgen daran arbeiten, das Fundament zu legen für das Netzwerk, was muss denn hier klappen und gelingen, damit Sie dann morgen Nachmittag sagen, ja, yeah, das ist genauso gelaufen, wie ich das wollte. Was wünschen Sie sich? Also jetzt könnte man natürlich sagen, es soll ganz viel Wissen angesammelt werden, wer was, wo, wie macht. Das ist auch tatsächlich wichtig. Was mir aber viel wichtiger ist, ist eigentlich dieses, wir brauchen eine gemeinsame offene Haltung, wir brauchen Neugier, eine Begeisterung daran, etwas mitzuwirken, bei dem man vielleicht immer noch nicht genau weiß, wo es genau hingehen wird. Also es gibt ja in der Unterrichtsqualitätsforschung immer diesen Begriff der positiven Fehlerkultur. Ich glaube, das brauchen wir hier auch. Wir brauchen sozusagen eine Wertschätzung davon, dass hier auch nicht alles reibungslos laufen wird, dass nicht alles glatt gehen wird, dass man vielleicht auch mal gefrustet ist, aber dass man trotzdem so das Gefühl hat, da passiert was und da habe ich Lust mitzuarbeiten. Und wenn es uns gelingt, sozusagen, dass die Leute morgen Abend oder heute Abend im Zug sitzen und sagen, ich weiß noch nicht genau, wohin genau die Reise geht, aber ich habe Lust, auf jeden Fall in dem Zug dabei zu sein und da mitzuwirken, das wäre mir tatsächlich am wichtigsten. Was wünschen Sie sich für die nächsten beiden Tage oder den heutigen und den morgigen? Also ich würde mich freuen, wenn die Personen, die im gleichen Kompetenzzentrum zusammenarbeiten, sich bislang aber noch nicht gesehen haben, hier ein Netzwerk bilden, gemeinsame Themen ausloten und dann im Nachgang daran weiterarbeiten. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist für mich die Zusammenarbeit mit den Landesinstituten, die ja heute auch da sind. Hier gab es schon viele Austausche, aber wir kommen heute und morgen vor allen Dingen ins Arbeiten, wo wir Strukturen besprechen, Prozesse besprechen und ich glaube, das ist ein guter Auftakt, um dann auch regelmäßig daran weiterzuarbeiten. Herr Müller-Eiselt, für Sie jetzt undankbar als dritte Person gefragt zu werden, ist noch was übrig? Haben Sie noch einen Wunsch offen? Also ich schließe mich allem voll an und würde vielleicht noch so ein bisschen den Spirit der Co-Konstruktion, auch so ein Wort, was ich vorher noch nicht so aktiv verwendet habe, aber jetzt in den letzten Wochen besser verstanden habe, den würde ich hier wirklich mir wünschen, dass das hier entsteht. Also dieser wirklich die Überzeugung, ich übersetze es nochmal für alle, die den Begriff vielleicht auch noch nicht, mit ihm noch nicht so vertraut waren. Also die Überzeugung und die Erfahrung, dass man irgendwie gemeinsam lernt und gemeinsam etwas auf die Beine stellt. Und das ist ja auch was Zivilgesellschaft sehr stark ausmacht, weil man eben häufig auch einfach, um was zu schaffen, Ressourcen zusammenpoolen muss und Interessen bündeln, auch an der einen oder anderen Stelle mal einen Kompromiss eingeht, weil man vielleicht nicht die 100% erreicht, die man sich ideal typisch persönlich für sein eigenes Projekt vorstellt, aber irgendwo dann bei der 80%-Lösung was findet, wo dann so viel Energie und Kraft und Leidenschaft zusammenkommt, dass sich viel, viel mehr Menschen als ursprünglich für die Sache engagieren. Das wäre schön, wenn das gelingt.
Vielen Dank Ihnen dreien für den Input und für das Warm-up. Und ich hoffe, Sie werden Ihre Wünsche und Erwartungen an das Netzwerk im Laufe des heutigen und des morgigen Tages auch los. Genau dazu soll die Veranstaltung dienen. Und Sie beiden, meine Herren, würde ich jetzt fürs erste Mal entlassen. Schönen Dank. So, das war der erste Einblick zu Gründungsgeschichte, was bisher geschah und Ausblick. Und jetzt würden wir das nochmal ein bisschen genauer aufdröseln in der nächsten halben Stunde und ins Detail gucken. Es sind jede Menge Akteurinnen und Akteure, die neu zusammenkommen. Wir haben das eingangs gesehen. Und wenn so viele zusammenkommen wollen, braucht es vor allen Dingen erstmal Orientierung. Also ganz schnöde, wie geht dem denn? Und diese Orientierung stiftet jetzt Katharina Scheiter mit ihrer Keynote Kompetenzverbund Lernen digital. Er stellt sich vor. Bitte schön, ich bin sehr gespannt. Genau. Ich versuche jetzt, das in etwas ausführlicher zu machen, was ich eben schon mal sozusagen in ganz knapp machen sollte, nämlich Ihnen wirklich den Kompetenzverbund Lernen digital von seinen Strukturen etwas näher zu bringen und Ihnen so ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie funktioniert das Ganze. Lernen digital gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung. Und zwar, und das haben wir eben auch schon gehört, durch Einbindung aller relevanten Akteursgruppen und Ebenen des Bildungssystems. Und umso mehr freue ich mich und möchte ich auch nochmal hier an dieser Stelle sehr explizit begrüßen, hier die Vertreterinnen und Vertreter der Kultusministerkonferenz, der Kultusministerien der Länder, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Institute für Lehrkräftebildung und auch der Qualitätseinrichtungen der Länder und auch natürlich die Vertreterinnen und Vertreter aus der vordersten Aktionsreihe sozusagen, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer, die hier auch da sind. Schön, dass Sie hier sind und sich einlassen auf den heutigen Tag, der hoffentlich viele spannende Möglichkeiten für den Austausch bieten wird. Und natürlich freue ich mich auch, hier die Mitglieder von Lernen Digital das erste Mal unter einem Dach begrüßen zu dürfen. Meine zugegebenermaßen nicht ganz leichte Aufgabe ist es, Ihnen in den nächsten 30 Minuten diesen Kompetenzverbund, dieses komplexe Konstrukt etwas näher zu bringen. Ich würde Sie aber ganz gern sozusagen, bevor ich das mache, noch mal etwas erinnern an die Ausgangslage, vor der wir stehen, standen, als dieses ganze Ding sozusagen zum Leben erweckt wurde. Der digitale Wandel macht nicht vor den Schultüren Halt. Er verändert unser Verständnis davon, welche Kompetenzen notwendig sind, um erfolgreich an gesellschaftlichen Prozessen in einer Kultur der Digitalität teilzuhaben. Und der digitale Wandel erschließt neue Potenziale für die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen. Damit Bildung in einer digital geprägten Welt gelingen kann, braucht es digitale Infrastruktur. Lehrkräfte, die digitale Medien zielgerecht und reflektiert zur Unterstützung von Lernprozessen auswählen, in den Unterricht einbinden und aber auch selbst gestalten können. Unterrichtskonzepte, in denen Medien einen integralen Bestandteil für das Erreichen fachlicher und überfachlicher Bildungsziele bilden. Und letztendlich auch Strukturen und Prozesse in der Organisationsschule, aber auch im Bildungssystem insgesamt, um die digitale Transformation zu gestalten und umzusetzen. Wenn wir uns jetzt angucken, wo stehen wir hier, dann haben wir sozusagen verschiedene Eckpfeiler in dieser Standortbestimmung. Die Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt hat im Grunde genommen den Rahmen vorgegeben, in dem wesentliche Stellschrauben und Ziele für die Gestaltung der digitalen Transformation von Schule und Lehrkräftebildung bestimmt wurden. Wir haben den Digitalpakt Schule, über den 6,5 Milliarden Euro für die digitale Ausstattung von Schulen bereitgestellt wurden. 4,7 Milliarden Euro sind inzwischen verplant. 28.000 Schulen haben inzwischen eine entsprechende Ausstattungsunterstützung bekommen. Wir haben die qualitätsoffensive Lehrerbildung, mit der eine Verbesserung der Ausbildung von Lehrkräften in der ersten Phase an den Hochschulen erreicht werden sollte, auch im Bereich der Digitalisierung. Hier flossen 500 Millionen Euro in 91 Projekte aus 72 lehrerbildenden Hochschulen, davon immerhin 26 mit Schwerpunkt Digitalisierung.
Zusätzlich gab und gibt es eine Vielzahl von Initiativen, Programmen, Pilotprojekten, finanziert durch einzelne Länder, die Kultusministerkonferenz, durch Stiftungen und andere Akteursgruppen. Und es gab die Corona-Pandemie, die bei allen negativen Effekten bei vielen Akteuren einen Haltungswechsel erzeugt hat, hinsichtlich der Notwendigkeit, sich um das Thema Digitalisierung und Bildung nun doch intensiver kümmern zu müssen. Diese Initiativen haben viel bewirkt. Allerdings ist auch klar, dass es sich bei der Gestaltung eines innovativen und wirkungsvollen Bildungssystems um eine Daueraufgabe handelt, die auch einer entsprechenden Finanzierung bedarf. Und es gibt weitere Herausforderungen. Wir brauchen nicht nur die digitalen Leuchtturmschulen und auch nicht nur die Leuchtturmlehrkräfte, sondern wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle Lehrkräfte an allen Schulen und in allen Fächern qualifiziert werden, Unterricht mit und über digitale Medien lernförderlich zu gestalten. Dabei geht es nicht um eine irgendwie geartete Spezialaufgabe, die man als Lehrkraft vielleicht noch zusätzlich zugewiesen bekommt, sondern es geht um das Kerngeschäft von Lehrkräften, nämlich die Gestaltung von wirksamem Unterricht. Um digitale Transformation von Unterricht und Schule zu gestalten, bedarf es daher einer umfassenden Professionalisierung des pädagogischen Personals. Außerdem, und das ist die zweite Herausforderung, haben wir einen großen Klärungsbedarf in und zwischen Wissenschaft und Bildungspraxis. Und zwar zum einen bezüglich der Frage, was zeichnet eigentlich wirklich guten Unterricht mit und über digitale Medien aus? Aber auch, wie sehen wirksame Fortbildungs- und aber auch Schulentwicklungskonzepte aus, die ihrerseits auch die Potenziale von Digitalisierung nutzen? Ich würde immer noch sagen, zugegebenermaßen oft auch noch fragmentarische Evidenz zu diesen Fragen aus der Wissenschaft schafft es häufig nicht in die Bildungspraxis. Zum einen erscheinen Einzelbefunde oftmals widersprüchlich, es fehlt die Integration und systematische Analyse ihrer Aussagekraft, sodass man aus der Bildungspraxisperspektive auch oft so ein bisschen hilflos davor steht und sich fragt, was davon ist denn jetzt für mich relevant? Zum anderen, und das ist vielleicht sogar das noch größere Problem, sind Studienergebnisse eben nicht eins zu eins in der Praxis anwendbar, weil sie unter anderen Bedingungen geschaffen, generiert wurden. Manche, muss man ehrlicherweise sagen, vielleicht für die Gestaltung von Bildungsprozessen auch gar nicht relevant, weil sie andere Ziele verfolgen. Vielmehr müssen entsprechend wissenschaftliche Ergebnisse auf ihre Anwendbarkeit geprüft und rekontextualisiert werden. Das kann nur im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis geschehen. Schließlich, und das ist die dritte Herausforderung, haben wir es mit einem Bildungssystem zu tun, das durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet ist. Es gibt viele Akteursgruppen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und einem breiten Aufgabenspektrum, das als solches schon herausfordernd genug ist. Und dieses System, das kennen wir aus der öffentlichen Diskussion auch, steht sehr unter Spannung. Verursacht durch Lehrkräftemangel, die zunehmende Anzahl von Quer- und SeiteneinsteigerInnen, aber auch durch externen Druck, der nicht zuletzt auch durch technologischen Wandel sich selbst ergibt, also wie beispielsweise die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Ihr versucht, der Kompetenzverbund Lernen digital anzusetzen. Ziel ist es, evidenzorientiert Fort- und Weiterbildungsangebote und Ansätze für die Schulentwicklung zu entwickeln, für die Gestaltung der digitalen Transformation von Schule und Lehrkräftebildung. Dazu sind wir bestrebt, Wissenschaft und Praxis in den Dialog zu bringen. Insbesondere engagieren wir uns auch in der Vernetzung und der Zusammenarbeit mit den Landesinstituten und den Qualitätseinrichtungen, mit der Schulverwaltung und der Bildungspolitik aller Länder, um so Wirkung sowohl in der Fläche, das heißt in alle 16 Bundesländer, als auch in der Tiefe zu erzeugen, um idealerweise zu einer nachhaltigen Optimierung der Schnittstelle Wissenschaft und Praxis beizutragen. Wenn man jetzt Lernen digital vorstellen möchte, und das klang eben schon beim Warm-up ein bisschen an, dann kommen einem zunächst zwei Adjektive in den Kopf. Groß
und komplex. Ich werde versuchen, Ihnen im Folgenden einen ersten Einblick in dieses umfangreiche und komplexe Konstrukt zu geben. Aber ich wäre keine pädagogische Psychologin, wenn ich nicht ein instruktionales Konzept hier auch mit verbinden würde, nämlich das sogenannte Spiralcurriculum. Das heißt, im Sinne eines Spiralcurriculums werden wir es heute über den Nachmittag verteilt, werden Sie vielfach weitere Gelegenheiten haben, diesen ersten Eindruck zu vertiefen, Nachfragen zu stellen und vor allen Dingen miteinander zu diskutieren über Strukturen, Prozesse und Möglichkeiten. Was ist dann also der Kompetenzverbund Lernen Digital in a nutshell? Lernen Digital besteht aus 4 Kompetenzzentren, wir haben es eben schon bei der Abfrage gehört, die die Expertise aus rund 200 länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten bündeln. Wenn man sich diese Begrifflichkeit der Teilprojekte anguckt, also es gibt 203 Teilprojekte, dann sind das sozusagen entsprechend der Nomenklatur des BMBF jeweils antragstellende Hochschulen, das heißt, Forschungseinrichtungen. Das heißt, hinter jedem dieser Mittelempfänger im technischen Sprech stehen nochmal in unterschiedlichem Ausmaß, vielleicht mal nur 2 Köpfe, mal aber auch 30 Köpfe. Das vielleicht sozusagen zum Thema Komplexität. Diese Teilprojekte sind organisiert in 24 sogenannten Projektverbünden, in denen evidenzbasierte Fort- und Weiterbildung, digitale Unterrichtsmaterialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer Kultur der Digitalität entstehen. Die Transferstelle, sozusagen der untere Teil der Grafik, vernetzt die Projektverbünde untereinander und mit anderen Akteursgruppen, betreibt eigene Forschung zu Transferbedingungen und zur Qualifikation von MultiplikatorInnen, informiert Lehrkräfte und die interessierte Öffentlichkeit über die Arbeit des Kompetenzverbunds und unterstützt den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung. Wir haben zusätzlich ein International Board von ausgewiesenen Forscherinnen und Forschern, aber auch tatsächlich von Vertreterinnen und Vertretern von ähnlichen Initiativen im Ausland, mit der Hoffnung, dass diese uns sozusagen weitere Impulse über den Tellerrand hinausgeben können, die wir bei der Gestaltung der Arbeit der Transferstelle mit einfließen lassen können. Ein Begleitgremium besetzt mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem BMBF, der KMK, den Landesinstituten, der schulischen Praxis und der Wissenschaft berät den Kompetenzverbund und gibt nochmal Feedback und Hinweise zur Gestaltung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Praxis. Ich möchte hier nochmal im Folgenden ganz kurz sozusagen auf die Projektverbünde eingehen. Wir haben, glaube ich, die Grafik auch schon mal gesehen, zumindest im Schnelldurchlauf. Das ist sozusagen die Struktur der 4 Kompetenzzentren. Wir haben das Kompetenzzentrum MINT mit insgesamt 6 Projektverbünden, 52 Teilprojekten, also Mittelempfängern, welches oder die Projekte in diesem Kompetenzzentrum sind als allererstes gestartet im Kompetenzverbund, nämlich zum 1.4. Dann folgte zum 1.6. das Kompetenzzentrum Sprachen, Gesellschaft und Wirtschaft mit ebenfalls 6 Projektverbünden und 48 Teilprojekten. Dann Musik, Kunst, Sport mit der größten Anzahl von Projektverbünden, 8 Stück insgesamt, 65 Teilprojekten, die zum 1.7. begonnen haben. Und zu guter Letzt das Kompetenzzentrum Schulentwicklung mit 4 Projektverbünden, 26 Teilprojekten, gestartet zum 1.8. und damit sozusagen seit 4 Monaten jetzt dabei. Die Projektverbünde stellen sich und ihre Arbeit heute Nachmittag beim Projektpitch hier in diesem Raum ab 14 Uhr vor. Sie können aber auch parallel im Raum Askabad bei einem interaktiven Gallery Walk, der moderne Begriff für Poster-Session, anhand von Postern zu den Projektverbünden sich informieren und vor allen Dingen auch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Projektverbünde nochmal in den Austausch kommen und mit den BrokerInnen der Kompetenzzentren. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, erzähle ich Ihnen gleich. Ich würde jetzt sozusagen etwas stärker auf die Transferstelle eingehen. Sie möchten nicht, dass ich Ihnen jeden Projektverbund einzeln hier
vorstelle. Das würde den Rahmen der Veranstaltung an dieser Stelle sprengen. Die Transferstelle ist ebenfalls ein Projektverbund, bestehend aus insgesamt 12 Institutionen oder Vertretern, Vertreterinnen der Institutionen. Sie wird durch Dirk Richter und mich an der Universität Potsdam koordiniert. Beteiligt sind 6 weitere Universitäten, 4 Leibniz-Institute sowie das Forum Bildung Digitalisierung, ohne dass eine Veranstaltung wie diese gar nicht möglich wäre. Denn das ist nichts, was Universität gut kann. Wir können vielleicht gut wissenschaftliche Konferenzen organisieren, wenn wir wissen, wer sitzt vor uns, aber das folgt dann doch eher sehr klassischen Formaten und dafür brauchen wir genau hier diese dialogorientierten Vorgehen, um Menschen ins Reden zu bringen. Die Transferstelle organisiert ihre Arbeit in 4 Handlungsfeldern: Vernetzung, Forschung, Transfer und Wissenschaftskommunikation. Diese werde ich im Folgenden etwas genauer vorstellen, da sie auch letztendlich kennzeichnend für das Gesamtanliegen und die Vorgehensweise des Kompetenzverbunds sind. Ziel des Handlungsfelds Vernetzung ist es, aus diesen 203 Teilprojekten, 24 Projektverbünden, 4 Kompetenzzentren zu machen. Das heißt, zu schauen, was sind eigentlich Gemeinsamkeiten in den Herangehensweisen, gibt es sozusagen thematische Overlaps, gibt es sowas wie Grundüberzeugungen, die die Projektverbünde in diesen Kompetenzzentren zusammenhalten und die sie in ihrer Arbeit verfolgen. Wir möchten dabei, und auch das wurde eben schon angesprochen, dass natürlich auch die Projektverbünde untereinander voneinander lernen. Es gibt unterschiedliche thematische Ausrichtungen, die selbst gewählt wurden und hier macht der Austausch natürlich auch viel Sinn. Und wir möchten die Projektverbünde insbesondere beim Transfer ihrer Ergebnisse unterstützen. Die Projektverbünde sind für 2,5 Jahre finanziert. Da ist sozusagen das Entwickeln von Fortbildungs- oder auch Schulentwicklungskonzepten schon eine hinreichend komplexe Aufgabe. Und wenn man dann sozusagen noch den Transfer dazu bekommt, vor allen Dingen, wenn es um den bundesweiten Transfer geht und nicht nur über die lokale Zusammenarbeit vor Ort, dann ist es eine ziemliche Herausforderung. Uns geht es in diesem Handlungsfeld aber auch darum, die Arbeit der Projektverbünde in Produkten, sichtbaren Ergebnissen zu bündeln und so auch ihre Sichtbarkeit, Wahrnehmung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu erhöhen, sei es also durch gemeinsame Publikationen, aber auch durch gemeinsame Veranstaltungen und Tagungen. Für das Erreichen dieser Ziele spielen die BrokerInnen-Teams der Transferstelle eine entscheidende Rolle. Jedem Kompetenzverbund ist in der Transferstelle ein Team aus 3 bis 4 BrokerInnen zugeteilt, die im Grunde genommen vermitteln zwischen den Interessen der Projektverbünde, den Interessen der Transferstelle, den Interessen der Praxis. Sie merken schon, das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Sie haben aber sozusagen vor allem die zentrale Aufgabe, eben die Projektverbünde miteinander zu vernetzen, ihre Arbeit zu unterstützen und ihre Ergebnisse oder sie dabei zu unterstützen, Ergebnisse zu integrieren und sichtbar zu machen. Im Grunde genommen sind sie so ein bisschen so der First Point of Contact. Für die Belange der Projektverbünde stehen im engen Austausch mit ihnen und sorgen dafür, dass die Kompetenzzentren am Ende mehr sind als sozusagen nur die Summe der Einzelteile, die Summe der einzelnen Projektverbünde. Die BrokerInnen sind hier bei der Veranstaltung sehr, sehr sichtbar auch in das Programm eingebunden und stehen Ihnen natürlich auch als Ansprechpartner und Ansprechpartnerin hier sehr zur Verfügung. Die Transferstelle betreibt auch eigene Forschung. Diese verstehen wir als nutzeninspiriert. Das heißt, sie ist zum einen getrieben durch ein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse, aber zum anderen eben darauf ausgerichtet, einen Beitrag für die Gestaltung der Bildungspraxis zu liefern. Diese Art der Forschung entspricht dem Motto der Leibniz-Gemeinschaft, also Theoria cum Praxi, und wird auch als Forschung im Pasteurischen Quadranten bezeichnet, eben weil Pasteur mit seiner Arbeit ein eigentlich prototypischer Vertreter dieser Art von Forschung gilt.
Die Forschungsaktivitäten der Transferstelle sind vor allem darauf ausgerichtet, Erkenntnisse zu generieren, die für die Gestaltung des Transfers innerhalb des Mehrebenensystems wichtig sind, für die evidenzbasierte Unterstützung der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und für die Qualitätssicherung in diesem System. Wenn man sich das im Einzelnen anguckt, machen wir zum Beispiel Forschung, wo wir die Handlungskoordination im Mehrebenensystem besser verstehen möchten, auch um Gelingensbedingungen, aber manchmal auch Hindernisse für Transfer zu identifizieren. Das heißt, an welchen Stellen gelingt die Kommunikation, an welchen Stellen ist sie vielleicht auch schwierig und wie können wir diese Erkenntnisse dann letztendlich nutzen bei der Gestaltung der Transferprozesse innerhalb des Kompetenzverbunds. Wir entwickeln in der Transferstelle forschungsbasiert auch Qualifizierungskonzepte für MultiplikatorInnen. Der Kompetenzverbund möchte ja nicht sozusagen in Konkurrenz mit den Instituten für Lehrkräftebildung auftreten und kann es auch nicht. Es geht nicht darum, dass Universitäten, Hochschulen auf einmal Fort- und Weiterbildung von 800.000 Lehrkräften flächendeckend übernehmen. Das ist auch gar nicht der Anspruch, sondern es ist eher die Frage, wie können wir sozusagen Schnittstellen generieren, die effizient die Kommunikation von Wissenschaft und Praxis ermöglichen. Und da erscheinen uns die MultiplikatorInnen sozusagen eine gute Stellschraube zu sein. Mit der Idee, dass wir natürlich über die Qualifizierung von MultiplikatorInnen auch für die Dissemination von den entwickelten Fort- und Weiterbildungsangeboten darüber sozusagen wirksam werden können, dass wir damit aber auch ein hoffentlich nachhaltiges Angebot für die Institute für Lehrkräftebildung in den Ländern bereitstellen können. Wir haben ein Netzwerk von Clearinghouses, die einerseits also Forschungssynthesen selber durchführen, aber auch Forschungssynthesen aufbereiten, auch neue Methoden entwickeln für die Synthese von Forschungsergebnissen, die unter anderem darauf ausgerichtet sind, die Praxis schon stärker bei der Synthese von Forschungsergebnissen mit einzubeziehen. Also viel früher, als das normalerweise geschieht bei der Entwicklung von Forschungssynthesen, wo zunächst erstmal sozusagen Forschungsergebnisse zusammengefasst werden und dann das Ganze vielleicht für die Praxis aufbereitet wird. Hier werden aber neue Wege gegangen, um wissenschaftliche Evidenz nochmal zugänglicher zu machen und nutzbarer zu machen. Und schließlich entwickeln wir Evaluationsinstrumente vor allen Dingen für die Feststellung der Fortbildungsqualität, aber auch für die erworbenen digitalisierungsbezogenen Kompetenzen von Lehrkräften. Das soll ein Beitrag werden sozusagen zur Qualitätssicherung der Angebote. Letztendlich kann es dazu dienen, eine datengestützte Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten zu machen und kann auch sozusagen als Steuerungsinstrument letztendlich im Bildungssystem dann dienen. Im Handlungsfeld Wissenschaftskommunikation verfolgen wir das Ziel, mit einer großen Breitenwirkung über die Arbeit des Kompetenzverbunds zu informieren. Die primäre Zielgruppe sind hier tatsächlich die Lehrkräfte, aber natürlich auch Vertreterinnen anderer relevanter Akteursgruppen sowie die interessierte Öffentlichkeit. Zentrales Instrument der Wissenschaftskommunikation, ich hoffe, Sie kennen das alles schon, ist die Plattform Lernen Digital und die damit verbundene Kommunikationsstrategie. Hier bieten wir diverse asynchrone und synchrone digitale Formate, in denen auch viele Themen rund um das Thema Bildung und Digitalität aus den Projektverbünden, aber eben auch darüber hinausgehend adressatengerecht aufbereitet werden und zur Diskussion gestellt werden. Ein Zukunftsraum stellt nochmal didaktische und technologische Entwicklungen vor, die den Weg vielleicht noch nicht ins Klassenzimmer gefunden haben, die aber ein Potenzial für die Gestaltung von Unterricht möglicherweise bieten können. Um hier auch sozusagen nach vorne den Blick zu richten, was könnte zukünftig fachlicher Unterricht mit digitalen Medien oder über digitale Medien bedeuten. Im Handlungsfeld Transfer steht für uns die Frage im Vordergrund, wie kommen die Ergebnisse in die Nutzung, in die Anwendung? Zentral ist für uns hier die enge Zusammenarbeit mit den Ländern. Hier vor allem mit der Kommission Lehrkräftebildung, der Kultusministerkonferenz und den Landesinstituten. Mit diesen pflegen wir einen regelmäßigen Austausch
zu den Bedarfen, Interessen, Wünschen, Angeboten, aber auch Bedenken natürlich beider Seiten. Ziel ist es, zu einer Optimierung der Einbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse in bestehende Kommunikations- und Arbeitsstrukturen der Einrichtung der Länder beizutragen. Wir haben uns dabei bewusst gegen eine digitale Plattform für die Dissemination der Ergebnisse des Kompetenzverbunds entschieden, also gegen eine eigene Plattform. Die Ergebnisse werden zwar auf der Plattform Lernen digital verzeichnet, sind da also auffindbar, aber die eigentliche Bereitstellung geschieht über die bereits etablierten Plattformen der Länder. Komplett für Fortbildungskonzepte, für Selbstlernkurse, für Lehrkräfte und Fortbildungsmaterialien. Mundo für digitale Unterrichtsmaterialien. Damit, und das war das entscheidende Argument, stellen wir den Zugriff für alle Länder sowie die dauerhafte Verfügbarkeit auch nach Projektende sicher. An dieser Stelle nochmal ein großer Dank an die Länder, die diesem Weg zugestimmt haben. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Wir sind sehr froh, dass das geklappt hat. Um die in den Projektverbünden entwickelten Fortbildungskonzepte in die bundesweite Anwendung zu bringen, reicht aber letztendlich natürlich die digitale Bereitstellung nicht aus. Daher engagieren wir uns, und das ist sozusagen der Transferpart bei den Multiplikatorinnen, eben auch in der eigentlichen Qualifizierung von Multiplikatorinnen, in der Bildung von Netzwerken, in denen eben Fortbildungsangebote auch eingebracht, diskutiert und weiterentwickelt werden können. Dialog- und Werkstattformate, die auch kennzeichnend für das heutige Programm sind, dienen dazu, Wissenschaft, Praxis, Bildungsverwaltung und Bildungspolitik in den Austausch zu bringen. Diese Formate nutzen wir unter anderem auch für die gemeinsame Entwicklung von Standards, für die digitalisierungsbezogene Professionalisierung von Lehrpersonen. Außerdem planen wir eine Fachtagung zum Thema Transfer und Implementierung, was ja tatsächlich nicht nur die Praxis stark umtreibt, sondern auch die Wissenschaft. Das ist ein Thema, was tatsächlich in der Wissenschaft in Deutschland relativ stiefmütterlich bearbeitet wird. Das entspricht nicht dem internationalen Eindruck, wo das sozusagen tatsächlich auch in der Forschung viel mehr Sichtbarkeit einnimmt. In unserer Auffassung und unserer Arbeit verstehen wir Transfer als Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. Transfer ist ein integraler Bestandteil des Prozesses der Entwicklung von Produkten, und zwar von Beginn an, und damit eben auch kontinuierliches Merkmal der Arbeit des Kompetenzverbunds und nicht etwas, was erst am Ende geschieht, wenn irgendwas fertig abgeschlossen ist. Dementsprechend, und das war auch ein Begriff, Ralf hatte das eben sozusagen schon als ein Learning bezeichnet, betonen wir diese co-konstruktive Zusammenarbeit mit der Praxis. Die Transferstelle als integrierender Teil des Kompetenzverbunds erfüllt aus unserer Sicht drei wesentliche Funktionen. Sie ist zum einen Antenne, indem sie Informationen aus der Wissenschaft und aber eben auch aus der Praxis einholt, also ein offenes Ohr hat für das, was zum einen natürlich in den Projektverbünden, aber auch in dem größeren nationalen und internationalen wissenschaftlichen Raum so passiert, und aber genauso sozusagen zuhört, was die Praxis zu sagen hat und diese Informationen zusammenträgt. Die Transferstelle versteht sich gleichzeitig als Verstärker, indem sie diese Informationen zusammenträgt, filtert, die wesentlichen Kernmerkmale herausarbeitet und damit Informationen so verdichtet, dass sie letztendlich verdaubar wird, aber auch überhaupt erstmal wahrnehmbar wird, dass sie sozusagen eine Wahrnehmungsschwelle überschreitet. So wirkt sie sozusagen als Verstärker der Signale aus Wissenschaft und Praxis. Und schließlich ist die Transferstelle Multiplikator, indem sie die Ergebnisse in der Fläche verfügbar und nachhaltig nutzbar macht. Sie haben vermutlich immer noch, aber das kann auch nicht anders sein, noch viele Fragen zur Arbeit des Kompetenzverbunds und zur Arbeit der Transferstelle. Ich würde jetzt wieder an Katja Weber übergeben, damit sie Ihnen erklärt, wie Sie diese Fragen loswerden können.
Prima, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für den Input. Ich gehe auch davon aus, dass Sie noch das ein oder andere Fragezeichen spazieren tragen, aber zumindest Struktur und Idee jetzt doch auf jeden Fall gut verstehen konnten. Eine Nachfrage an Sie habe ich noch. Ich bin ja Journalistin und keine ausgebildete Lehrkraft. Was ist nochmal ein Spiralcurriculum? Oder wir fragen erst mal hier, wer weiß, was ein Spiralcurriculum ist? Okay, einige, aber bitte um ehrliche Antwort, wer hat keinen Dunst? Okay, also noch 3, 4, 5 und ich. Würden Sie es uns noch mal erklären, bitte? Genau. Ein Spiralcurriculum ist dadurch gekennzeichnet, dass man mit einem groben Überblick über ein Thema anfängt und dann aber sozusagen sich in Schleifen sozusagen mit diesem Thema immer weiter beschäftigt und mehr Details anreichert mit der Idee, man braucht erstmal so einen kognitiven Rahmen, wo man dann Dinge, also mehr Informationen andocken kann. Okay, jetzt kann ich es doch in meine journalistische Sprache übersetzen. Bei Journalisten ist das der Trichter, breit beginnen und schmal enden, aber ich verstehe, dass in Bildungskontexten der Trichter als Bild nicht gefragt ist. Insofern vielen Dank für die Erläuterung und für den Input. Herzlichen Dank. Danke.